Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Metro Exodus. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Hier in der letzten Folge sind wir mit dem Zug hier ein wenig entlang gefahren. Mussten. Wo ist der Zug eigentlich? Ah, hier hinten. Mussten leider stehen bleiben, da wir auf Menschen gestoßen sind. Tja, jetzt müssen wir uns natürlich umsehen, ne? Weil die Map ist nicht mal so klein, muss man sagen. Also sieht hier interessant aus mit den ganzen Inseln und so. Ich glaube, das wird ziemlich nice. Aber das einzige Problem hier, all die Monster, die sind stark hier. Ganz ehrlich, die sind hier richtig stark. Den habe ich richtig in die Fresse geschossen. Die sind ziemlich gut. Aber die sind leider auch ziemlich nervig. Hier ist vielleicht nicht mehr so schlecht, auf die zu treffen. Der nächste. Okay, hier ist noch einer, wo ich den erledigt habe. Hab ich ihn erwischt? Nee, ich glaube nicht. Ich habe nicht erwischt. Alter, dass ich ihn hier nicht erwischt habe. Komm her, Mann. So. Ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles erwischt. Ja, gut. In der letzten Folge war das nicht so toll. Ich glaube, ich habe jetzt alle erwischt. Alter, die sehen krass aus eigentlich. Naja, ekelhaft. Jedenfalls. Wo? Ich will es nicht wissen. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht so schnell herausfinden. Jo. Ich glaube, hier kann ich mich jetzt ein wenig umsehen. Hey, hier ist zum Glück, außer der da oben. Aber ich würde mal sagen, die nehme ich jetzt mal keine Rücksicht. Aber du hattest Zeug dabei, Mann. Also nicht gut in der Hinsicht, dass du tot bist, aber... Gut, dass du mir was hinterlassen hast.
Ah, geht sich nicht aus. So. Verdammtes Boot. Ein wenig mehr. Ja. So. Gut, würde ich sagen. Mal hier rüber jumpen. Ja, ein bisschen Zeug hast du ja. Die Texturen flimmern hier ein wenig, weshalb auch immer. Ja. Jetzt kann ich mal hier auf die hintere Insel gehen. Da war nämlich irgendetwas drauf, was recht interessant ausgesehen hat. Und ich glaube, das sehe ich mir jetzt einfach mal an. Ich glaube, das sind die fliegenden Teile, die dieses Geräusch machen, oder? Ja, komm schon, komm schon. Geht sich das wirklich nicht aus? Oh, muss ich wirklich rumfahren. Okay. Dann fahren wir eben mal rum. So. Geht ja. Ja, komm schon. Was ist das für ein Ding? Das Teil ekelhaft aus. Aber das lasse ich lieber dort, bevor es mich verfolgt oder gar killt. Da sehe ich mich lieber mal hier um, was es hier hinten so gibt. Da gibt es ja so, wenn man die Map mal ansieht, so ein paar Inseln. Und die würde ich mir doch mal gerne angucken. Ah, oder kann ich mir die überhaupt angucken? Weil hier ja das Eis ist. Das Eis kann ich ja begehen, ne? Oder kann ich durch dieses kleine Eis durch? Nee, kann ich nicht. Ah, okay. Okay, da müsste ich sozusagen komplett. Okay. Ja, kein Problem, kein Problem. Das Boot fahren. Ja, gut. Dann schnell hier an Land. Dann killen wir diesen einen Dude hier. Und dann haben wir das. So. Da ist der Dude. Ja, komm her, Mann. Voll in die Fresse. Oder jetzt seine Freunde oder so? Wow! Nein! 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 Ja, was jetzt? Ist ein Bug oder so? Nee, Alter! Alter, geil. Voll der überkrasse Bug eigentlich. Ah, krass. Den ersten Bug gefunden, ne? Ja, es ist jetzt nicht cool, ne, wenn ich so einen Bug hab, ne? Ja, rein theoretisch kann ich jetzt unter Wasser laufen, ne? Ja, vergiss nicht, ja. Ich würde liebend gerne wieder hier rauf. Ja, gut. Das gestaltet sich leider doch ein wenig schwieriger als gedacht. Alter, wie kann sowas passieren? Was für ein Fail!
Komm schon. Na. Oh. Kann man nicht hier irgendwie raus oder so? Alles richtig deep, nämlich. Das ist ja irgendwas Flaches hier auch geben. Das ist wirklich alles richtig deep. Ja, jetzt bin ich sozusagen unter Wasser. Kann ich sterben? Hört sich doch, ja, wunderbar an. Oh. Alter, nice, ich hab's wieder geschafft. Okay. So, dieser Arsch ist dort. Was auch immer, ich hab's jetzt rausgeschafft. Alter. Ich dachte, ich schaff das nicht mehr. Ja, das war jetzt... Alter, ich bin richtig bad, Mann. Wow. Also richtig schlecht. Ja. Was soll ich dazu heute noch sagen? Alter, was ist jetzt passiert? Oh. Alter, was? Okay. Ich glaube, das war es doch nicht so gut. Okay, dann habe ich mir den Typen gegönnt, ne? Okay, das machen wir jetzt einfach nochmal. Das ganze Zeug machen wir jetzt einfach nochmal. Was auch immer. Jetzt los war. Ah, okay, da ist dieses Teil. Obwohl, warte, jetzt könnte ich ihn eigentlich hier nice niederballern. Jo, komm nur her, Mann. Komm nur aus Wasser. Ich glaube, die habe ich beide nice gehittert. Okay, das war, ehrlich gesagt, so überhaupt nicht geplant. Kommt mir vielleicht genau gelegen. Ah, jetzt kann ich dann. Ich habe das Gefühl, die wirken nicht wirklich.
Lager was. Es tut überhaupt ihm nichts. Ist das sonst noch einer? Oh fuck. Okay, die haben sich aus dem Staub gemacht. Alter, das sind ja noch ziemlich viele. Wo kommen die alle her? Alter, was? Also das sind ja ziemlich viele noch von denen. Da hinten auch noch welche. Sind jetzt neu gespawnt? Ich habe das Gefühl, die sind ziemlich neu gespawnt, oder? Ich glaube, ich gehe mal zurück und gönn mir ein wenig anderes Zeug. Hier gibt es eigentlich richtig viel zu entdecken. Problem ist, ich brauche Munition. Und die habe ich jetzt. Schön, dich gesund und munter zu sehen, Artyom. Ja. Machen wir lieber weiter. Artyom, was machst du hier? Die Kirche ist dort. Lauf in diese Richtung. Schnell! Da hat Schimmer. Alter, was? Alter, was war das? krass. Ich gehe einfach runter und stirb einfach. Nice. Wie geil war das? Ich gehe einfach da entlang und stirb. Ach ja. Alter. Läuft gerade gar nichts heute, ja? Aber okay. Ja. Ja, hier sollte ich besser nicht langlaufen. Da gibt's zur Kirche soll ich. Also sozusagen, ja, eigentlich hier entlang, ne? Wo ist denn eigentlich die Gefährtin hin? Alter, da bin ich runtergerutscht wie ein Wahnsinniger. Also rauf kann ich, ne? Ja. Gut. Je schmutziger die Waffe wird, desto mehr Bad wird sie. Ja, es ist irgendwie klar. Die ist sowieso schon richtig schmutzig. So schmutzig wie ich auch. Okay. Ja, den Typen hat's erwischt. Ah, okay, hier wird's ein bisschen höher. Die. Die Strahlung hat sich hier erhöht, okay. Ja, okay, da ist der Zug einfach verstrahlt, ne?
Oh, I. Das kann man so mit I alles machen. Ah, Medipack kann ich mir herstellen. Alter, das wäre vielleicht... Medipack wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht herzustellen. Gleich am besten 3. Weil, ganz ehrlich, sonst... Ja, wie meine Waffe aussieht, Alter. Ah, ist jetzt nicht so wichtig. Kommt die einfach nur... Reinigen kann man die einfach nicht, ne? Ah, Schalldämpfer, ja, das... Wäre übernice, ne? Kurzer Lauf oder Schalldämpfer. Glaube ich schon, ne? Schalldämpfer. Mit Hirn. Ah, okay. Okay. Da habe ich ja einiges mal gelernt. Okay, hier raus kann ich nicht. Muss ich. Okay. Hier sieht's okay aus. Escape speichern. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das habe ich schon mitbekommen. Danke. Danke für den Hinweis, aber habe ich schon mitbekommen. Jo, okay. Alter, hier sieht's aus. Okay, aber lasst uns den Bauern hier mal zeigen, wer hier der Boss ist, ne? Nicht so viel haben wir hier eigentlich gar nicht. Ein kaputter Laster. Ja. Es ist, ob Überlebende das vor ihrer Haustür nicht gleich als erstes nützen würden, ne? Nichts drinnen, okay. Okay, das ist komplett kaputtes Haus. Da haben wir gar nichts. Okay. Was auch immer das ist. Traktor. Ist drin, auf der Ladefläche auch nichts. Verdammte Kirche. Ah, da geradeaus. Nein, sieht ja bisher noch ziemlich okay aus, wie ich behaupte. So, jetzt nur mal so. Ich habe schon weitaus Schlimmeres gesehen. Na gut. Dann gehen wir gleich auf direkten Weg dorthin. Okay, sieht einfach wie ein total ewig altes Dorf aus. Aber wer weiß, vielleicht hat es ein paar coole Dinge noch. Was auch immer das hier ist. Zeug ist immer gut. Ah, solche Oma-Tischdecken, Alter. So richtige Oma-Tischdecke.
Ja, da hat sich anscheinend mal einer verkrochen. Sonst hast du nichts mehr, oder? Ah, hier hast du noch ein bisschen Zeug, okay. Aber sonst... Sonst hast du nichts mehr. Ja, gut. Alles gesehen. Alles gehört. Ich glaube, hier auch raus, oder? Nee, jo. Gut, da, das sieht nach dem Hof aus. Ja, ist auch nicht so gut gelaufen. Ah, die sind noch nicht so lange tot. Das würde ich jetzt behaupten. Kann ich die nicht zerschlagen? Okay. Wieso ist da nur ein Schuh im Blumsklo? Ja, Kalender, Bücher, alles, ne, im Blumsklo. Wer kennt's nicht? Hab ich auch so. Okay. Helikopter. Ein nicht mehr so ganzer. Oh. Was hast du denn so hier für mich? Alter, nein. Du Typ hast gar nichts, sowas. Sieht aus. Ja. Hier ist gar nichts. Ja gut. Da man Munition und so weiter bekommt, gehe ich mal davon aus, dass hier es gleich zu einer Schießerei kommen wird. Ja. Ah, da bist du. Ich dachte schon. Was ähnlich. Boot am Dock. Anscheinend das bevorzugte Fortbewegungsmittel hier. Okay. In Ordnung, Artyom. Ich klettere da hoch, während du das Boot nimmst und zur Kirche ruderst. Ach so, du. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Ah ja, genau. Du bist schön in der Distanz. Lässt mich vorgehen. Und dann, oh, Artyom, der ist tot, wurde erschossen. Tja, zum Glück war ich nur Sniper, ne? Wie geil. Ah, okay, sie klettert darauf. Daher kommen die Geräusche. Und ich dachte schon, Alter. Höre ich irgendetwas falsch? der Rabe war ja krass. Der war cool. Ah, eine Nähmaschine. Bestimmt einer der Entwickler oder sowas. Ja. Sieht aus wie ein normales sowjetisches Haus, ne? Oder russisches Haus. Ah, ich bin gemein. Aber ja, möge man von den Russen derzeit halten, was man will, ne? Jo, haben wir hier. Aha, Zeug ist immer hier. Achso, und du kennst dir da irgendwo oben alles. Ja. Ja, und ich muss natürlich mir den ganzen Blödsinn geben, ne? Du chillst hier ganz schön oben. Ja, okay.
Ja. Ich glaube, Munition habe ich eigentlich in Ordnung viel. Würde ich mal behaupten, so zur Kirche muss ich also hier rechts. Ach Gott. Hier sind ja diese Viecher auch noch. Ja, und das sind diese schwimmenden. Das sind die schwimmenden Ärsche auch noch. Ah, wieso? Wieso immer? Wieso immer ich? Alter, was? Ja, jetzt geht alle ins Wasser, ne? Komm alle hierher. Sehe schon. Ich sehe auch nicht. Okay, ich lade einfach mal nach. Ja, 3 Schuss sind schon wenig, ne? Da brennt ein Feuer. So. Wo seid ihr denn, meine Freunde? Wo seid ihr denn? Okay. Da hat's ein paar Leute erwischt. Ah, hier. Komm durch. Okay. Alter, der hat sich aber gegönnt. Jo. Ja, ein bisschen Zeug hat er. Ah, da hat er gefischt sozusagen von da aus. Jo. Viele Flaschen, meine Freunde, also. Alter, ihr habt euch richtig gegönnt. Ja, ob das so eine gute Idee war, ne? Sei mal dahingestellt. Sich niederzusaufen ist halt nicht immer richtig vor, aber gut nur so. Also die haben sich alle gegönnt. Aber die haben nichts. Die haben kein Zeug. Ja. Hat nur 2 Zeug dabei. Ja, okay. Okay. Lass ich einfach mal so durchgehen. Okay, die haben hier einfach nur gefischt und hier gehaust. Ja, ob hier da neben den Monstern das so eine tolle Idee war, mag ich jetzt mal zu bezweifeln. Ah, okay. So. Rückwärtsgang einlegen. Eine starke Kurve. Und ich gönne mir gleich mal hier den Zugang zu dem Haus hier. Das sind die Häuser, die nichts drin haben anscheinend. Okay. Ah, die haben hier jemanden angeknabbert. Ja, sehr schön von euch. Ja. Gut. Hier gibt's mal nichts. Ah, da gibt's so viel zu entdecken. Das gibt mir ein wenig zu denken, ob ich mit so viel klarkomme. Ich meine,
Ah, komm schon, Alter. Kommst du wohl noch vorbei? Ja, los, 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 los. Ja. Jetzt kommt ihr gleich zu mir. Okay, hier gibt's auch nichts. Aber... Hey, wo seid ihr hin? Ihr Monster. Ah, hier ist ein Toter. Nein! Oh. Danke. Also ich bin da. Reingefallen. Komm hier raus, okay? Das mit dem Jumpen muss ich hier echt mal üben. Alter, bin ich schlecht hier. Ich will ja nicht sagen, dass ich ein richtiger Pro-Gamer wäre oder so, aber... Alter, hier bin ich ja richtig... Richtig grausam, mir zuzugucken, eigentlich. Ah, hier scheint generell nicht viel los zu sein. Vielleicht hier... Okay. Vielleicht doch nicht. Wow. Alter. Nice. Gut. Ist ja auch alles zerstört. Gibt's ja kein ganzes Haus. Aber Hauptsache die Kirche ist bewohnt, ne? Hier ist wenigstens mal was drin. Mal sehen, wie man hier reinkommt. Oh, anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Sieht aus wie eine weiße Flagge, okay? Ja, wir müssen nicht unbedingt zuerst ballern. Wir müssen ja nicht unbedingt zuerst ballern. Da bin ich ihrer Meinung. Wir müssen ja wirklich nicht unbedingt gleich die Aggressoren sein, ne? Ja. Aber wir können ja einfach mal die normalen Guten sein, ne? Ja, mal gut, ist ja gut. Ja. So, mit diesem Dreirad komme ich. Dann könnt ihr euch mal warm anziehen. Oder so. Aber sonst haben wir hier gar nichts. Ne? Ja, chillt mit eurer Glocke jetzt, ganz ehrlich. Sonst komme ich euch holen. Wollt ihr bestimmt nicht. Die sehen mich wahrscheinlich hier umher jumpen, denkt sich, Alter, was ist los mit dem Typen? Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ich gehe hier einfach nur rum und gönn mir das ein oder andere. So, wie kann ich mir jetzt
hier näher. Muss ich da jetzt irgendwie... Okay, ah, ich muss... Das ist wahrscheinlich nur so eine Zwischenstation. Ja, chill mal, ja. Tu es noch öfters. Ja, wir nähern uns einfach mal. Sagen dann, Alter, gebt uns alles, was ihr habt. Und dann... Dann geht das schon, ne? Okay. Eine krasse Sekte halt wieder mal, ne? Ach Gott, wieso immer? Ach Gott. Eine Sekte, toll. Toll. Es konnte sich nichts Besseres bilden, sozusagen nach einem Atomkrieg, als eine Sekte. Ach Gott. Elektrizität ist eine Sünde. Alter, was? Friede sei mit dir, Reisender. Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und zieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Und willkommen. Okay. Ja. Technologie ist eine Sünde. Hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, Atom, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns drei. Atom, ja. Sie hat recht. Geht zum Boot. Der Predigt. Und dann? Naja, er
war einfach da und dann verschwand er irgendwie. Genau wie Vater Silantius gesagt hat. Der Mann wurde vom Teufel geschickt. Ja, komm raus, weiß, du Satan! Rot, komm raus gesehen, und führe diese Leute nicht mehr in Versuchung! Ja, er verschwand einfach irgendwie. Also gut, Gott segne dich. Und ich werde woanders suchen. Was für ein Hohl. Du, Captain! Der Leiter da! Da ist der! Okay, das wird gar stressig hier. Ja, ne? Der Ketzer. Ich bin gerne der Ketzer, ganz ehrlich. Ich mag es, der Ketzer zu sein. Wenn schon nicht zum Herrn, dann zu deinem dunklen Meister, dem Vater der Lügen. Das könnte deine Tod erleichtern. Alter, diese krassen Bastarde. Atjom, solange du drin bist, kann ich dir keinen Feuerschutz geben. Ich treffe mich dann jetzt mit der Frau und dem Kind. Ich bin sicher, dass du das hinkriegst. Mein Scratcher, ich wunde dich nicht an. Das werde ich. Der Tier, Bruder! Da ist er, da oben, Brüder! Oh, die Wahnsinnigen. Kommt die jetzt rauf? Hey, komm raus, solange ich dich freundlich darum bitte, du Ketzer! Ich habe dich gesehen! Ah, die kommen jetzt rauf, oder? Ja, ich hab dich erwischt, Junge! Ich hab dich erwischt! Ah ne, ich will keine Stot. Mir ist. Wenn schon nicht zum Herrn, dann zu deinem dunklen Meister, dem Meister der Lügen. Das könnte deinen Tod erleichtern. Ja. Wow. Hung. Chillt doch alle. Aber ich glaube, dass was ich hier gebrauchen könnte, wäre ja, ich muss ja meine Waffe wieder modifizieren, das ist ja das Problem. Komm raus, du Diener Satans! Komm raus und stell dich wieder! Schalldämpfer, genau das brauche ich. Also, montieren, schließen. Jetzt habe ich eigentlich die gute Waffe, yeah. Ja, der Lauf ist mir wichtig. Das Ziel eigentlich nicht so. Komm raus, du dreckige Satansbuh! Ich finde dich trotzdem! Erspar dir das Warten auf deine Bewegung! Das war das Kapital in den Durchgang! Der Tierbrüder! Der Tierbrüder! Oh, da gibt's ja einige von euch. Komm. Nein! Schon gut! Ich ergebe mich! Wir müssen uns ergeben! Dann verschont er vielleicht die Frauen und Kinder! Immerhin ist er nicht der Satan persönlich! Ich ergebe mich! Nur nicht schießen! Denn es steht geschrieben, dass wir unsere Feinden vergeben müssen! Okay. Also, das steht bei euch auf einmal geschrieben. Schon gut, ich ergebe mich. Nicht schießen, denn nur die friedvollen werden. Schon gut, ich ergebe mich. Keine Sorge.
Ja. Aha. Ich hoffe, er bringt mich nicht um. So blutrünstig scheint er nicht zu sein. Denn steht geschrieben, dass wir unseren Feinden vergeben müssen. Okay. Okay. Tja, Jungs, legt euch nicht mit mir an. Ich hoffe, er bringt mich nicht um. So blutrünstig scheint er nicht zu sein. Vielleicht lässt er mich. Ich bin nicht blutrünstig, aber ich lasse mich auch nicht niederballern. Ja, das sagen alle am Anfang. Oh, ich ergebe mich. Kill mich bitte nicht. Ja. Und dann? Gucke ich eine Sekunde weg. Und dann ballert ihr mir doch alle in die Fresse. Alter, was geht mit euch ab? Dazu noch sagen. Ich war glücklich. Der Fisch hat mich nicht geschützt, aber ich lebe. Ja. Ihr lebt doch alle noch. Ja. Weint doch alle, ne? So als ob ich keine Ahnung was wäre. Ihr habt mich doch angegriffen. Was erwartet ihr denn? Ja, alle seid doch mit der Waffe gekommen, ne? Sei froh, dass ich dich nur so ausgeschaltet habe. Hättet ihr mir hier weitaus andere Methoden vorstellen können. Das könnt ihr mir glauben. Achso, hier habt ihr einen aufgehängt, ja. Ich war glücklich. Der Fisch hat mich nicht geschützt. Aber ich lebe noch. Ich ergebe mich! Hier ist der nächste, der sich ergibt. Hey, da war ich eigentlich. Der nächste Typ, der sich ergibt. Ja, gut. Wenn ihr euch einfach nur ergibt, bin ich ja mal froh darüber. Ich will ja kein Unmensch sein. Aber ich nehme mir einfach alles von euch. Ganz klar, ich nehme mir einfach alles. Hey, man sagt, du betest den Teufel an. Stimmt das? Kannst du mir das beibringen? Ich bin bestimmt ein guter Lehrling. Ein sehr, sehr guter. Komm schon, bring es mir bei. Hast du... Weiß nicht, was ich mit dir machen soll, ganz ehrlich. Bring dir gar nichts bei, Junge. Ja, ich nehme einfach mal alles. Ja. Wieso gehst du? Weil du ein Wahnsinniger bist, Junge. Aber ich gehe rein. Hey. Jetzt kommst du nicht mehr rein. Nice. Ja. Ich habe nur gesehen, man kann ja hier noch runter gehen.
Köder gibt's hier. Ich nehme ja alles mit, Jungs. Rein. Alter, wie die hier leben. Die gönnen sich alles. Aber ich glaube, jetzt reicht das auch schon langsam. Ich nehme echt alles mit, was die haben. Alles. Ah, jetzt bin ich sozusagen wieder hier, okay. Okay, dann kann ich jetzt wieder. Sieht fast wie ein Mensch aus, obwohl er ein Ketzer ist. Oh, danke. Ich sehe aus wie ein Mensch. Vielen Dank. Ohne deinen Blödsinn. Ah, okay, da sind die wahrscheinlich alle drin. Ja, ey. Hab doch keine Angst. Ich bin doch nur der Ketzer. Der Ketzer. Oh, die haben hier. Sieht fast wie ein Mensch aus, obwohl er ein Ketzer ist. Ja. Halt die Fresse. Schweinchen haben die hier. Oh. Ich sehe aus wie ein Normalo. Habt ihr nicht gehört? Ich bin doch kein Ketzer. Oh. Was ist denn los? Oh, ich fühle mich nicht gut. Oh mein Gott. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Das ist alles für unsere Sünden. Denn wir haben schwer gesündigt. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Oh, Herr, erlöse uns und hab. Nein. Der Herr hat keine Erbarmen. Der lässt doch leiden. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's dann von der Ketzer-Hölle. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's für heute. Lasst Like da, lasst ein Abo da, lasst Kommentar da. Sagt, wie schlecht ich bin. Ich hab's verdient. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.